Wenn Melanie Behringer ihre Ex-Kolleginnen tröstet, Bayern-Stürmerin Viv Miedema zufrieden mit den Fans spricht und FCB-Profi Rafinha gespannt das Spiel verfolgt, dann ist wohl alles ganz gut gelaufen für den deutschen Meister gegen Frankfurt. Ja, wir wussten, dass wir heute von Anfang an wach sein müssen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Haben Frankfurt eigentlich kaum ins Spiel kommen lassen. Haben das, glaube ich, über 90 Minuten richtig gut gemacht. Hat jeder für jeden gekämpft. Aber von Anfang an kreist der FC Bayern Frauen vor dem Spiel. Die norwegische Innenverteidigerin Nora Holstad schwört die Truppe ein. Ihre motivierenden Worte? Ich habe gesagt, das Einzige, was wir heute machen müssen, ist die zweite Bälle zu gewinnen. Vor allem der zweite Ball soll also erobert werden. Und das gegen den Champions-League-Sieger, gegen den der FCB vor einer Woche schon einmal 1:0 gewonnen hat. Der Plan geht in der Anfangsphase auf. Die Münchnerinnen überlegen mit der ersten Torgelegenheit durch Nicole Rolzer. Die 14. Minute, Viv Miedema erzwingt einen Einwurf. Schnelle Ausführung durch Gina Lewandowski. Und dann fackelt Miedema nicht lange. Das 1:0, ein wunderbarer Treffer. Halb schießt sie, halb grätscht sie den Ball in den Winkel. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte die Bayern überlegen und Frankfurt weiter ohne eine Torgelegenheit. Und wieder ist es die 19-jährige Viv Miedema, deren Schuss allerdings nur für leichte Gefahr für die Frankfurter Torhüterin Krämer sorgt. Die 39. Minute wieder ist es Viv Miedema, die sich in Szene setzt, dieses Mal am Flügel und dieses Mal mit kämpferischem Einsatz. Nicole Rolzer legt ab auf Melanie Behringer. Und die macht es wie Miedema und trifft ebenfalls rechts oben ins Frankfurter Tor. Ist das auch so deine Art, dass du so eine kämpfende Stürmerin bist? Nein, eigentlich gar nicht. Aber ja, seit ich hier bei Bayern bin, muss ich das auch spielen. Und ja, ich glaube, das zweite Tor habe ich gut vorbereitet zusammen mit Niki. Und ja, mehr als das ganz gut gemacht natürlich. Bayern-Coach Tom Wörle kann zufrieden sein. Sein Team geht mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte sehen die Zuschauer dann ein engagierteres Frankfurter Team. Erster Beweis, ein Lattenschuss der Ex-Münchnerin Manny Islacker in der 54. Minute. Danach verflacht die Partie allerdings ein wenig und es dauert bis zur 79. Minute, bis sich wieder Erwähnenswertes am Spielfeld ereignet. Nicole Rolzer wird von Becky Kuznick zu Fall gebracht. Kein Elfmeter, sagt Schiedsrichterin Maria Kurtes. Eher eine Fehlentscheidung. Kurz vor Schluss noch einmal die Frankfurterinnen im Vorwärtsgang. Caroline Abbes leicht verunglückter Kopfball bringt Isabel Linden in Schussposition. Doch auch dieser Ball findet nicht den Weg ins Münchner Tor. Es bleibt beim verdienten 2:0 für die Bayern. Rafinha geht zufrieden nach Hause. Und seine Kolleginnen vom Frauenteam können weiter von einer gemeinsamen Party auf dem Münchner Rathausbalkon träumen. War das jetzt ein kleiner, ein großer oder sehr großer Schritt Richtung Köln? Dadurch, dass Frankfurt eine richtig starke Mannschaft ist und wir so früh auf sie getroffen sind, denke ich, war es auf jeden Fall ein großer Schritt. Aber es warten noch andere Top-Teams und jetzt warten wir mal das Los ab. Wir schauen jetzt auf nächstes Spiel an und dann mal schauen, was kommt. Aber natürlich, wir wollen in die Finale stehen.